Hey guys, willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Sandra, für die, die mich noch nicht kennen. Und heute habe ich einen Haul für euch. Ich habe bei Shein bestellt. Ich habe noch nie bei Shein bestellt gehabt. Und da sind einige Sachen dazu gekommen. So, kennt ihr das, wenn ihr Sachen bestellt habt und ihr wisst gar nicht mehr, was ihr bestellt habt? Also, das hat wirklich fast 2 Wochen gedauert. Und als sie ankam, dachte ich mir so, oh mein Gott, was habe ich schon mal alles bestellt? Aber ich habe es alles fürs Video aufbewahrt. So. Wenn ihr daran interessiert seid, was ich alles gekauft habe und wie ich das so kombinieren würde, dann bleibt auf jeden Fall dran und dann lege ich direkt los. Das erste Teil ist ein Oberteil. Ah, daran erinnere ich mich, ich wollte so Basic-Oberteile wieder haben. Ich habe wirklich keine richtigen Basic, also so Langarm-Basic-Oberteile, auch wenn es jetzt warm wird, obwohl ich glaube, der Sommer kommt nicht mehr hier in Deutschland. So, ja, das ist hier das Oberteil. Das hat hier einen V-Ausschnitt, ist Langarm. Und das sieht irgendwie gecroppt aus. Keine Ahnung. Ich muss mal gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das anziehe. Aber ganz einfaches Langarm-Oberteil, was man mit einer normalen Jeans kombinieren kann. Ich liebe es, wenn ich das mit einer Leggings kombiniere. Also ich liebe solche, das ist wirklich so mein Style, einfach basic. Einfach ein Oberteil mit einer Leggings, irgendwelche Sneakers, Chucks oder so. And I'm good to go. Wirklich, das war's. Und ja, in der Farbe Bordeaux. I like it very, very much. Und ich liebe es, wenn Oberteile einfach einen V-Ausschnitt haben. Ich finde, das sieht dann so ein bisschen sexiger aus. Und I don't know, ich mag diese Kragen, also diese hohen Kragen nicht so gerne. So, let's wear that. Ich ziehe das mal an und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So Leute, das ist das Oberteil. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann, aber es ist ein bisschen see-through. Also man sieht mein BH so ein bisschen durch. Aber ganz ehrlich, bei den Preisen, die ganzen Oberteile kosten da einfach so zwischen 1 und 10 Euro. So, da kann man echt nichts sagen. Ich habe jetzt einfach nur eine Jeans dazu angezogen. Ganz einfach mit V-Ausschnitt, Langarm, I love it. Und ich liebe das, wenn Oberteile immer ein bisschen länger gehen. Also wenn die so ein bisschen über diesen Knöchel gehen. Love it. Next one. Was ist das? Oh. Ja, das ist hier eine... Keine Ahnung, wie nennt man diese Hosen? Shorts, Radlerhosen. Also ich habe gar nicht die Größe gesagt, ne? Das war jetzt in Größe S, genau. Und ich wollte für den Sommer auf jeden Fall solche Radlerhosen mal haben. Ich ziehe die jetzt einfach mal an, I don't know. Ich weiß nicht, ich hoffe, die passen. Ich habe die in der Größe S... XS, wow! Ich habe die sogar in der Größe XS bestellt, weil ich habe vorher in den Kommentaren geguckt. Genau, das ist auch eine Sache, die ihr auf jeden Fall beachten solltet. Bei Shein, deren Klamotten, ich habe halt gehört, die fallen manchmal zu groß aus oder zu klein aus. Und deshalb ist es immer besser, wenn ihr in den Kommentaren guckt, was die Leute dazu schreiben. Und bei der Hose meinten Leute, dass das viel zu groß ausfällt. Ich habe es jetzt in XS bestellt. Ich und XS. But yeah, ich werde gleich mal gucken, ob es mir passt. Und die Farbe finde ich schon mal schön. Ich hoffe, es ist nicht durchsichtig. Es ist auf jeden Fall elastisch. So, ich habe es jetzt mal angezogen und ich habe es jetzt direkt mit so einem weißen T-Shirt angezogen, weil so habe ich es mir jetzt ungefähr so vorgestellt, ne? Mit so einem weißen T-Shirt, am besten so Oversize und einer Radlerhose mit irgendwelchen Sneakers. And I like it. Wirklich. Also ganz ehrlich, XS, also das ist jetzt eine XS, habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, hätte ich das in M oder so bestellt, wäre die auf jeden Fall viel zu groß gewesen. Ich finde es halt so gut, dass die ein bisschen länger ist. Weil die meisten Radlerhosen, die ich bisher gesehen habe, die waren immer so ein bisschen kurz so. Und ich dachte mir immer so, warum so kurz? Und dann rollen die halt immer so hoch und I don't like that. So, die Länge ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, kann man auf jeden Fall mit Sneakers kombinieren, hohen Schuhen, Oversize-T-Shirt. Ich würde sogar noch ein heftigeres Oversize-T-Shirt dazu kombinieren. Yeah. Next one. Und ich bin voll aus der Puste, das ist so anstrengend, ne? Und oh, that's cute. Oh mein Gott, das ist richtig cute. Hier ein Oberteil und das ist ein bisschen überleuchtet, sehe ich gerade. Also das ist so türkis. Warte, ich mache mal die Kamera so ein bisschen dunkler. Ich glaube, so sieht man es jetzt besser, ne? Ja, das ist das Oberteil. Ey, wie cute ist das denn? Und was richtig, richtig cute ist, das hat hier so, so ein Band. Dann kann man das so hochziehen, also so durchziehen und dann... Wow, ich muss es einfach mal direkt mal anziehen, dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Look at it. Und ich liebe solche Oberteile, wo man das so enger machen kann. Ich finde, dadurch pusht das die Brüste so ein bisschen nach oben. Und es sieht einfach so geformter aus. Also die Figur sieht einfach dadurch viel, viel schöner aus. Und man kann eine richtig schöne Schleife draus machen.
like this. Das Oberteil gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. I'm loving it. Auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. I'm loving it. Shein. Cute. Machen wir weiter. Das nächste ist auch ein Basic-Oberteil. Achso, das ist das gleiche wie das in Bordeaux. Und zwar auch ganz einfach in Grau mit V-Ausschnitt, Langarm. Mit solchen Basic-Oberteilen kann man echt nichts falsch machen. Ich ziehe es mal eben schnell an und zeige euch, wie das aussieht. Okay, ich dachte gerade, das wäre das gleiche Oberteil wie das andere. Aber das ist viel, viel enger. Also es ist dieselbe Größe in S, aber leider sind die Ärmel kürzer. Nur noch bis hierhin. Und das Oberteil ist wirklich sehr eng. Also ich passe gerade mal da rein. Also es geht noch. Es gefällt mir. So an sich gefällt es mir auf jeden Fall. Aber es ist wirklich eng. Also jetzt hier ist es wirklich sehr eng. Und I don't know. Vielleicht muss ich das ein paar Mal waschen oder so, damit das so ein bisschen stretchiger wird. Keine Ahnung. Aber es gefällt mir. Ist auf jeden Fall nice. Und habe ich auch in der Größe S bestellt. Das andere Oberteil, das Blümchenoberteil, ist auch in S. Ich habe alle Oberteile in S bestellt. So, ja. Basic, casual, nice. Next one. What is this? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist hier auch ein Crop Top. Ein ganz einfaches weißes Crop Top. Ich hoffe, es ist nicht see-through. Mit ganz schmalen Trägern. Es ist ein bisschen see-through, sehe schon. Aber so an sich finde ich es richtig nice. Ich ziehe es mal an. So sieht das Oberteil aus. Richtig cute. Ich habe jetzt meine BH-Träger reingepackt, weil ich hasse Träger, wenn man Träger sieht. Und kann man auf jeden Fall gut im Sommer anziehen. Ich finde, solche Oberteile muss man auf jeden Fall immer im Schrank haben. Und ja. Das nächste ist auch ein Crop Top und zwar in der Farbe Rosé. Und der Stoff ist auf jeden Fall ein bisschen dicker, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Die Farbe gefällt mir gut und das hat halt dickere Träger. So, ja, ich zieh's mal an und zeig's euch. Oh, das ist richtig, richtig schön. Die Farbe ist richtig schön. Ich weiß nicht, ob die Farbe in der Kamera richtig durchkommt. Aber die Farbe ist richtig nice. So sieht das von hinten aus. Bedeckt alles schön. Ich mag den Ausschnitt voll. Ich mag, dass das so kurz ist. Und ja, sieht richtig, richtig gut aus. Mag ich voll. Ich würde es auch mit so Leggings kombinieren, mit hohen Schuhen sogar. So, das nächste. Wow, ey, ich habe echt viel bestellt. Das nächste ist auch eine Radlerhose. Und zwar in Orange. Ja, Mann. Ich wollte unbedingt diese Shorts in Orange haben. Auch mit so einem weißen T-Shirt dann anziehen, wisst ihr? Also, um einfach so das Outfit so ein peppiger aussehen zu lassen. Ich hoffe, die passt auch wie die graue. Ich probiere die mal an. And of course, I love it. Das gefällt mir richtig gut. Das ist irgendwie, also ich habe es auch in XS bestellt. Und das ist irgendwie enger. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, Shein hat halt mehrere Anbieter. Also ich glaube, das ist nicht ein Laden, also so eine Company, sondern das sind, glaube ich, verschiedene Leute, die da verkaufen. Keine Ahnung. Anyways, das hier in XS ist auf jeden Fall viel, viel enger als das andere. Und es ist kürzer als das andere, also das graue. Und es ist see-through. Wenn ihr eine weiße Unterhose oder einen weißen Tanga oder sonst was dazu anzieht, würde man es auf jeden Fall sehen. So, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Aber an sich, von der Farbe her und so, also ich weiß nicht, ob das so hochrollen wird. Keine Ahnung, da muss ich halt mal gucken. Aber so von der Farbe her und so von der Kombination her, I love it. Ich finde, so kann man richtig gut shoppen gehen in der Stadt oder irgendwie so spazieren gehen. Mit so einer großen Tasche, wisst ihr, große Tasche. Man kann sogar auch mit High Heels anziehen, why not, ne? Einfach mit hohen Schuhen oder einfach mit Sneakers. Aber bei der Hose, ich hätte das halt gerne in S bestellt, weil die ist wirklich ein bisschen eng. Also die passt zwar, aber die ist schon sehr eng. Hätte ich gerne in S gehabt, aber ja, naja. Für den Preis kann man echt nichts sagen, wirklich. Das nächste ist auch ein Crop Top und zwar ist das das gleiche wie das in Rosé, was ich bestellt hatte, nur in Schwarz. So sieht es aus. Cute, I love it. Also
wirklich, sieht richtig, richtig nice aus. Und ich finde, das Oberteil hat echt einen guten Stoff. Also es ist nicht zu dick, nicht zu dünn, es ist nicht see-through. Es ist einfach perfekt und ich finde auch die Träger richtig nice, dass die so ein bisschen dicker sind. Zieh es mal an. Ich kann zwar nicht mehr, ich bin richtig aus der Puste, aber ich zieh es jetzt mal an. Also wirklich ganz basic. Sowas von basic. Muss man auf jeden Fall auch im Schrank haben, so ein Oberteil. Boah, ich liebe einfach den Ausschnitt und ich liebe die Träger. Ey, perfekt. Wieder eine Drahtlerhose. In schwarz. Wieder in schwarz und wieder in XS. Und das hat auch wieder einen anderen Stoff. Also es ist so ein bisschen... Was ist das für ein Stoff? Oh my God, das ist auf jeden Fall see-through. Und das sieht irgendwie größer aus. Also das ist XS. Ich weiß nicht, sieht das so aus wie XS? I don't know. Ich werde es mal anziehen. Mal gucken, ob es passt. Leute, das ist niemals XS. Niemals. Also... Das ist XS. Es passt mir, aber es ist sehr, sehr stretchy und ich habe da immer noch Platz drin. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Sizing-Angabe. An sich gefällt mir das richtig gut. Also es ist auf jeden Fall hier vorne so ein bisschen so baggyhaft, aber es geht noch. Es geht wirklich noch. Boah, und Leute, es tut mir leid wegen dem Licht, aber die Sonne kommt, die Sonne geht. Sorry. Nächstes Teil und schon wieder in schwarz. Ein Crop-Top-Oberteil mit einem Zip hier. Finde ich richtig, richtig nice. Solche Oberteile gefallen mir eh als T-Shirt. Und ja, ich ziehe es mal an und zeige es euch mal, wie es aussieht. Ich liebe es. Das Oberteil ist nice. Seht ihr, wie es aussieht? Nice. Ist echt richtig, richtig schön. Kann man hier... so tragen, aber ich finde es offen viel, viel schöner. Kann man selber einstellen, wie man das haben möchte. Sieht auf jeden Fall sportlich aus und kann man zu allem, finde ich, kombinieren. Meine Kamera ist auf jeden Fall ein Crop Top bis zum Bauch und ja. Achso Leute, und ich werde alle Klamotten in die Infobox packen, damit ihr euch die Sachen auch direkt anschauen könnt und die auch direkt bestellen könnt, wenn ihr da Interesse habt. So, und jetzt kommt ein bisschen Farbe. Und, oh mein Gott, ich, boah, gelb, ey. Ich habe nichts Gelbes, ne? Ich habe wirklich nichts Gelbes. Das einzige Gelbe, was ihr da seht, ist so ein Pullover in Neongrün. Also es ist nicht mal gelb. Aber ich habe wirklich nichts Gelbes und deswegen bin ich darauf so gespannt. Das ist auch ein Crop Top, aber es sieht irgendwie groß aus. Habe ich in der Größe S bestellt und hat auch so ein Band, also so eine Schnur hier zum enger machen. Und ich hoffe, es passt, weil this color is so cute. Das ist so süß. Ey, guckt mal bitte, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob die Farbe so richtig in der Kamera durchkommt, aber das ist einfach richtig cute. Das hat hier so Blümchen auch. Das ist so ein bisschen wie das weiße Oberteil mit den Blümchen. Und ey, sowas von cute. Kann man hier auf jeden Fall auch enger machen. Und ja, I like it, wirklich. Sieht richtig, richtig nice aus. Gefällt mir richtig gut. Gelb passt. Oh, kann ich mal. Ich finde, gelb sieht auf jeden Fall an. Dunkle Hautfarbe, richtig, richtig nice aus. So, I'm loving it. Und das kann man richtig gut im Urlaub auch anziehen. Wisst ihr, so Urlaubsfeeling. Damit habe ich so richtige Urlaubsfeelings. Mit so einer Strandtasche, wisst ihr. Sonnenbrille. Wow, warum bin ich so motiviert in dieser Corona-Zeit? Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. But this is looking so cute. Ja, auf jeden Fall nice. Habe ich auch in S bestellt. Und ja, nächstes Teil. Was ist da? Ah, oh mein Gott. Ist sowas zum Schnüren? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass ich das bestellt habe. Leute, ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, wie das aussehen wird. Ich probiere es mal an und mal gucken, wie das aussieht. I don't know. Ist auf jeden Fall auch cute, aber es ist ein bisschen knapp. Keine Ahnung, ich zeig's euch mal. So sieht das Oberteil aus. Also ich finde, es ist ein bisschen knapp. Man sieht ein bisschen meinen BH hier durch, genau. Und ich habe gerade so probiert, das so irgendwie zu schnüren, dass man das nicht so sieht. Das ist so ein bisschen unvorteilhaft. Keine Ahnung, ich hätte mir halt gewünscht, dass halt so ein bisschen mehr Stoff ist. Aber an sich ist es cute. Also das kann man gut zum Feiern tragen oder so. Für so eine Bar oder so, für so eine, keine Ahnung, Partybar oder sowas. Hätte ich eine größere Größe bestellen müssen. I don't know, ich weiß nicht, ob die anderen ein bisschen weiter geschnitten sind. Weil ja, an sich ist es wirklich cute so.
Yes. Das letzte Teil ist wieder das Crop Top. Ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, in diese Crop Tops so verliebt, ey. Aber das sieht auch richtig cute aus in schwarz und hat auch so Blümchen drauf. Und auch mit so einem Ding hier zum Schnüren. Ich glaube, ich hab's mit diesen Dingern. Weil seitdem ich das gesehen habe, ich bin einfach richtig drin, ey. Ich liebe es. Es sieht einfach genauso aus wie die anderen Oberteile. Es hat den gleichen Stoff, Gott sei Dank. Und ist auch in der Größe S. Das letzte Outfit und, oh, das gefällt mir so gut. Ey, diese Oberteile sind einfach sowas von süß. Like, oh, wirklich richtig, richtig cute. Kann man hier auch schnüren. Und ist auch richtig angenehm vom Stoff her, ist stretchy, perfekt einfach. Ja, that's it. Und ganz ehrlich, diese Dinger, diese Tüten, die kann man auf jeden Fall wiederverwenden, weil solche Tüten bewahre ich mir immer auf für meine Wigs. Ich packe immer meine Wigs oder meine Bundles in solche Tüten rein oder für Flughafen, für diese Flüssigkeiten. Packe ich gerne in solchen Sachen rein, also richtig praktisch behalte ich. Ja, das war mein Shein-Haul. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Wie gesagt, ich werde alles in die Infobox packen, damit ihr euch die Klamotten nochmal anschauen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. We are growing, Leute. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal für noch mehr Videos. Macht die Glocke an, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bye, guys!